Bau-Infoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Minergie, Nerv Group und Bauschweiz. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu der BISTV-Sendung im März. Diesen Monat befassen wir uns mit energieeffizientem Wohnen. In der Umweltarena erfahren wir vieles über den bewussten Umgang mit Energie. Der Toni hat wieder einen tollen Tipp für euch. Ein Traumhaus zum Probewohnen. Wir besuchen den Sonnenspeicher in Birgisch im Kanton Wallis. Im Veranstaltungskalender informieren wir über die nächsten Fachmessen in der Schweiz. Und zum Schluss wieder ein tolles Gewinnspiel. Diesmal gibt es Eintrittskarten für Giardina zu gewinnen. Die Umweltarena hat den Blick nach vorn gerichtet. Da können Jung und Alt auf interaktive Art und Weise erleben, wie man schon jetzt an Zukunft denken kann. Es werden auf verschiedenen Ebenen die neuesten Trends gezeigt, wie man sein Leben energieeffizient und nachhaltig gestalten kann, ohne Abstrich zu machen. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer von der Umweltarena unterhalten. Wie man seine Umwelt schonen kann, das weiss der Herr Jörg Siegrist. Er ist der Geschäftsleiter von der Umweltarena in Spreitenbach. Herr Siegrist, was ist die Umweltarena und was kann der Besucher da alles sehen? Also wir sind zwei Sachen. Auf der einen Seite sind wir eine Erlebniswelt, wo der Besucher kann erfahren, und zwar interaktiv, nicht irgendwie mit dem Zeigefinger, wie er sein Leben kann umweltfreundlich gestalten kann. Und auf der anderen Seite sind wir dann auch eine Event-Location. Wir haben 7 Seminarräume, wir haben eine grosse Arena, wo Platz bietet bis zu 4'000 Personen, wo man kann von den kleinen Anlässen, Familienfeier bis zum grossen Konzert alles durchführen kann. Mhm. Können Sie ein paar Beispiele geben, was man hier alles sehen kann? Ja, gerne. Wenn man bei uns gerade reinkommt, in die Umweltarena, sieht man das Thema Biodiversität. Also man sieht einen Vorgarten, wie ihn die meisten Schweizer haben, sauber rassengeschnitten, sehr klein. Und nebendran eher einen unordentlichen Vorgarten, wie er eigentlich sein sollte, dass die Lebewesen genügend Lebensraum haben und Biodiversität sich möglichst entwickeln kann. Wir haben auch einen Bereich Recycling, wo man aufzeigen tut, wie viel Abfall in der Schweiz produziert wird und wie man den sauber trennen kann, dass man nachher aus dem Abfall wieder Rohstoff machen kann. Dann gibt es einen Bereich Mobilität, wo man lernen kann, wie man weniger Energie braucht in seiner Mobilität, also Autos, die weniger Energie brauchen oder auch Autos, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden können. Wir sind hier in einem Bereich, wo es ums Bauen geht, also dass man möglichst wenig Energie braucht beim Wohnen oder Geräte kann einsetzen, die wenig Energie brauchen, Haushaltsgeräte. Und schlussendlich haben wir auch einen Bereich, wo es darum geht, wie man kann, selber Energie produzieren kann. Wir haben zum Beispiel einen Tisch, einen Gartentisch, der Strom produzieren tut und mit dem kann man 10-15% von dem Strombedarf abdecken. Besten Dank für die Information. Und jetzt schauen wir uns den Energieverbrauch von 4 unterschiedlichen Häusern an. Wir sind hier in einem Haus, das es in der Schweiz zu Tausenden gibt. Ein Haus, das praktisch nicht isoliert ist. Man sieht das, man hat in der Decke, in der Estrichdecke praktisch keine Isolation drin. Man hat beim Dach keine Isolation. Man hat sehr schlechte Fenster. Man kann das hier auch messen, wenn man die Temperatur misst von dem Fenster, sieht man, dass sehr viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Und zusammengefasst ist das dargestellt, hier, so ein Altbau, der nicht saniert ist, braucht in etwa 24 Liter Öl pro Quadratmeter pro Jahr und das verursacht auch entsprechende Heizkosten. Da sind wir jetzt im gleichen Haus rein, aber damals ist das Haus saniert worden. Man hat die Isolation der Decke, das Dach ist isoliert, man hat die alten Fenster gegen neue, dreifach isolierte Fenster ersetzt. Man kann das auch wieder nachmessen, wie wenig Energie verloren geht durch die Fenster durch. Und auch das sieht man jetzt schön an dieser Wand hier. Man braucht bei so einem Haus nicht mehr 24 Liter Öl pro Quadratmeter pro Jahr, sondern nur noch 8 Liter Öl pro Quadratmeter pro Jahr. Und das ist eine riesige Einsparung nachher auch in den Heizkosten.
Wir sind da in einem Neubau rein und bei einem Neubau empfiehlt es sich, so ein Haus nach einem Energiestandard zu bauen. Das bedeutet viel besser isolierte Wände normal. Das bedeutet auch eine Komfortlüftung, wo man verhindert tut, dass beim Lüften warme Luft nach außen kommt, sondern man tut die warme Luft im Haus hineinhalten. Und das hat natürlich nachher Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Man sieht das hier wieder an dieser Wand. Man braucht nur noch 3 Liter Öl pro Quadratmeter pro Jahr, was auch wieder nochmal günstige Heizkosten bewirken tut. Was wir hier sehen, ist Königsdisziplin. Das ist ein Haus, das null Fremdenergie braucht. Man tut die Energie selber produzieren. Und man sieht es auch hier, es ist keine Energiekosten mehr. Was Zukunft ist, ist, dass man die Energie, die man selber produzieren tut, auch in einem Batteriespeicher, den man hier sieht, tut zwischenspeichern, dass man, wenn mal die Sonne nicht scheint oder in der Nacht, gleich genügend Strom hat, um das Haus mit Energie zu versorgen. Die Umweltarena ist auch für uns sehr inspirierend. Und durch das, was wir alles in dieser Arena haben, die besten Geräte, Stromproduktion mit Photovoltaik, Energiespeicherung, haben wir uns entschieden, ein energieautarkes Haus zu bauen, also ein Haus, das ohne Stromanschluss, ohne Öl, ohne Gasversorgung auskommt. Das Haus tun wir in Winterthur, in Brütten errichten. Und für uns ist die grosse Herausforderung, genügend Energie zu produzieren und die Energie auch zu speichern, damit man auch im Winter genügend Wärme und genügend Strom hat. Wir werden für das Energiespeicher einsetzen, wir werden die energieeffizientesten Geräte einsetzen. Und wie das Haus funktioniert, sieht man ab Mitte Mai bei uns in der Umweltarena in einer eigenen Ausstellung. Wir werden ein Schnittmodell haben, wo wir können verstehen können, wie das Haus aufgebaut ist und funktionieren tut. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Umweltarena. Man kann bei uns sehr viel sehen, sehr viel erleben. Man kann die Umweltarena individuell besuchen, man kann aber auch sich an einer Führung anschliessen. Und was auch sehr interessant ist, wir haben einen Indoor-Parkour, wo man die neuesten Elektroauto, die neuesten Elektrovelo bei uns im Haus selber sogar fahren kann. Also ein Besuch lohnt sich, es gibt unglaublich viel zu sehen. Und man nimmt immer wieder eine Idee mit, wie man sein Leben kann, noch ein bisschen umweltfreundlicher gestalten kann. Und jetzt sehen Sie noch Impressionen aus der Umweltarena. Auch der Toni ist um unsere Umwelt besorgt. Heute zeigt er uns, wie auch Sie mit einfachen Mitteln Energie sparen können. Grüezi miteinander.
Ja, ist der Toni wieder. He? Es ist wieder ein Monat rum. Sie im Winter bei der ganzen Zeit am Glühbirnen auswechseln. Also da drin kommt jetzt noch ein Alter. Sie, das hat ja einen Haufen Sorten. Ich kann Ihnen sagen, wahnsinnig viel. Ich habe dort auf meinem Tisch habe ich alle, die ich brauche bei mir zum Auswechseln, habe ich dabei. Ja, die geht. He? Ich will Ihnen die mal noch zeigen. Das sind jetzt also noch ein paar von diesen alten Birnen. Ja, sie, die brauche ich alle noch auf. Auch die da, die mit dem lustigen Format. Die geht immer noch. Ja, dann sind ja dann nachher die Stromsparbirnen gekommen. Schauen Sie da, die mit dem grossen Sockel. He. Aber die kann man natürlich nur brauchen für etwas, das lang brennt. Das Licht, das lang brennt. Neu sind da die LED. Die haben zwar auch noch einen grossen Sockel, aber die kann man dann einsetzen, wie die alten Birnen, die wir früher hatten. Auch die Stromsparbirnen, die müssen sie natürlich auch dort zurückbringen, wo sie sie gekauft haben. Ja, weil die Entsorgung haben sie nämlich schon bezahlt. He. So, wieder schauen miteinander. Toni, lass grüssen. So schmeckt das Leben besser. Küchen für Individualisten. www.exklusiv-küchen.ch. Also, Anneli, wenn ihr jetzt immer noch bauen, du und dein Schatz? Ja, wir sind dabei. Also, dann weißt du, damit es ein bisschen günstiger wird, kann man schauen bei www.bauschweiz.ch. Und dort muss es sogar eine Rubrik geben, wo man ganz günstige Sachen kaufen kann. Hallo? Baubörse meinst du? Ja, genau die. Baubörse. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch. Das monatliche Traumhaus beweist aufs Neue, dass Energiesparen auch Komfort beinhalten kann. Wir sind bei der Firma Bär Holzbau AG gesehen und haben uns vor Ort zeigen, welche Vorteile mit einem Energiehaus verbunden sind. Im Anschluss sind wir dann zum Sonnenspeicher im Kanton Wallis gereist. Wir sind hier bei der Firma Bär Holzbau AG. Neben mir steht der Herr Bär, er ist der Geschäftsinhaber. Die Firma hat einen Slogan: Bauen ist sinnlich, Bauen ist lustvoll, Bauen ist stressfrei. Können Sie das erläutern? Für uns ist es wichtig, dass die Leute das Bauen auch als Erlebnis wahrnehmen. Und dass das möglich ist, das haben wir schon vielfach jetzt bewiesen. Bauen hat einen negativen Touch, es wird viel darüber geredet, was alles passiert, was alles schief läuft, was alles nicht gut geht. Und das muss nicht sein. Durch unsere grosse Erfahrung, die wir mittlerweile haben, und durch unsere koordinierte und strukturierte Vorgehensweise, ist es uns heute möglich, eben auch Häuser zu bauen, ohne dass für die Bauherrschaft schlussendlich zum Stress wird. Wo liegen die Spezialitäten und Stärken von Bär Holzbau AG? In der grossen Erfahrung im Wohnungsbau. Wir befassen uns sehr stark mit Minergie, Minergie P, A, Eco, all die Label, die bekannt sind. Wir machen Vorfabrikation, Holzsystembau. Wir sehen hier im Betrieb die Ideen, die die Leute sich ausgedacht haben, was sie im Kopf haben, die Architekten reinbringen, die tun wir in einer hohen Qualität umsetzen, konstruktiv umsetzen, dass sie nachher eben auch bauphysikalisch funktionieren. Zum Sonnenspeicher. Was ist die Idee dahinter und wie ist er ausgestattet? Der Sonnenspeicher kommt auch eigentlich aus der Idee von dem Erlebnis Minergie. Wir haben uns schon von Anfang an, als es diesen Label gegeben hat, immer stark damit auseinandergesetzt. Und ich habe immer wieder von Bauherrschaften die gleichen Fragen gestellt bekommen. Wie ist denn das in diesen Häusern? Können wir denn hier überhaupt noch die Fenster drauf tun? Die Lüftung, hört man die, spürt man die? Man liest auch viele Sachen über Minergie, die viele Leute unsicher machen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir im Wallis das Probewohnhaus Sonnenspeicher bauen, wo heute die Leute eben ein paar Tage hergehen können und nachher können mal so in einem Haus wohnen, bevor sie eben den Entscheid müssen fällen, ob sie das in ihr eigenes Haus so ausstatten. Sie können her, sie können schauen, wie das funktioniert. Spürt man die Lüftung, spürt man sie nicht? Der Unterschied, wenn man sie abstellt oder wenn sie läuft. Oder auch mit den Fenstern, einfach, eben wie es so in einem Energiehaus schlussendlich ist. Und dass das sehr wertvoll ist, das zeigt so, wie viele Leute das von dem Gebrauch machen und wie viele Häuser das wir schlussendlich so können machen mit diesen Leuten. Und dann sind sie eben sicher, dass sie den richtigen Entscheid für sich selber gefällt haben. Herr Bär, besten Dank für das Gespräch und der Firma Bär Holzbau AG alles Gute. Dankeschön.
Wir sind hier im Sonnenspeicher in Birgisch. Wie gefällt es euch hier? Ich finde es hier einfach genial. Wir dürfen schon das dritte Mal hierher kommen und wir genießen die Aussicht in diesem schönen Sonnenspeicher. Ich könnte auch mal ein Panoramabild aufnehmen. Das ist einfach super hier. Wir haben eine gemütliche Atmosphäre, wirklich alles zusammen, was stimmt. Und Sie sind ja schon zum dritten Mal hier, habe ich gehört. Was gefällt euch denn besonders am Sonnenspeicher? Also am Sonnenspeicher ist wirklich, fangen Sie mal die Lage. Das ist die ganze Ruhe, die wir hier haben, oder, am Sonnenspeicher. Das ist so etwas Herrliches und nachher ist es auch für Kinder. Das ist einfach schön, wir haben das gemütliche Ambiente. Oder? Oben innen sind Zimmer, unten innen können wir etwas Gäbiges, Gemütliches kochen, etwas essen. Oder? Und da haben wir schon Weihnachten, also Neujahr sind wir schon da gewesen, und da haben wir auch ein kleines Festchen dürfen haben. Und Sie haben mit Bär Holzbau zusammen ein Haus gebaut. Was hat Sie an Bärholzbau überzeugt? Es war eigentlich ganz speziell. Wir haben an der Energiemesse Bern sind wir zufälligerweise auf den Bärstand getroffen. Wir haben die geniale Ligno-Trenndecke dort gesehen. Dann haben wir einen sehr kompetenten Berater gehabt dort. Dann haben wir gesagt, ja, das klingt gut alles zusammen. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, man könnte sogar eine Probe wohnen in diesem Birgisch. Dann haben wir von einem Monat auf den anderen haben wir schon können buchen. Oder? Dann sind wir gekommen, eben Weihnachtszeit sind wir dann hierher gekommen, haben wir eine Woche dürfen hier wohnen. Und für uns war dann einfach klar gewesen, oder? Wir bauen mit der BR Holzbau. Ja gut, danke schön vielmals. Habt ihr noch etwas zu sagen? Ja, wir kommen gerne und gehen um mich. Ja, ja. Ja, wenn es möglich ist. 40 oder 50 Mal, ja. Also, wenn es möglich ist. Und wieso nicht auch mal vielleicht im Sommer, oder? Ja. Oder im Herbst mal ein bisschen wandern, wäre sicher auch eine Möglichkeit. Ja, bei diesem Panorama hier, das ist, genial, ist natürlich genial. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. Und jetzt der Veranstaltungskalender. Giardina, Messe fürs Leben im Garten, vom 11. März bis 15. März in der Messe Zürich. Fachveranstaltung Energie am Bau, am 11. März in Zürich und am 18. März in Bern. Immobilienmesse für Eigentum, Umwelt, Energie, Bau und Renovation, vom 20. März bis 22. März in St. Gallen. Messe für Wohnen und Genuss vom 26. März bis 29. März in Wetzikon. Ein Überblick über die Highlights von der kommenden Giardina gibt uns der Herr Sebastian Morlock, Exhibition Director von der Giardina. Giardina ist die größte Schweizer Indoor-Veranstaltung zum Leben im Garten. Wir haben dieses Jahr 275 Aussteller auf 30.000 Quadratmeter und eine Fülle an Inspirationen. Das Besondere an der Giardina sind 1:1 Beispielgärten. Wir nennen das die Sonderpräsentationen. Davon haben wir über 30 Stück dieses Jahr, von 20 Quadratmetern bis dieses Jahr knapp 600 Quadratmeter. Und was kann der Besucher alles erwarten? Was sind Highlights? Wir haben dieses Jahr zwei Highlights, die ich hervorheben möchte. Das eine sind Balkongärten und Kleinterrassen. Das ist ein ganz neuer Themenbereich in der Giardina mit einer eigenen Sonderschau in Halle 1. Für all die, die kleinere Flächen haben, kleinere Außenflächen, 10 bis 30 oder 40 Quadratmeter, für die haben wir ein spezielles Angebot dieses Jahr mit Gestaltungen und Technikberatung, all das. Ein weiterer großer Trend ist das Kochen im Freien. Und dazu gibt es verschiedene Anbieter, national, international, die mit, insbesondere mit Outdoor-Küchen kommen. Das sind Kochstationen vom Wok bis zum Herd. Und da kann man auch neben dem Grill einfach das Kochen nach draußen verlegen und kann im Freien das genießen, was man sonst in der Küche macht. Liebe Zuschauer, kommen Sie zur Giardina vom 11. bis 15. März in der Messe in Zürich. Giardina ist auch der Fokus in unserer nächsten Sendung. Wir werden mit dem Team vor Ort sein und Impressionen für Sie einfangen. Auch Sie haben die Möglichkeit, an Giardina zu kommen. Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen Sie 5x2 Eintrittskarten für Giardina. Beantworten Sie dazu folgende Frage. Wo findet Giardina vom 11. bis 15. März statt? Antwort per E-Mail an office@bauschweiz.ch. Und schon machen Sie mit. Viel Glück! Wir sind jetzt am Schluss von der Sendung angekommen. Merci fürs Einschalten. Ab dem 1. April sind wir wieder online. Bis dann, machen Sie es gut.
Bau-Infoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Minergie, Nervgrupp und Bauschweiz.